Es gibt viele Bibelübersetzungen. Welche davon sollte man lesen? Kurz gesagt, lies so viele, wie du kannst. Denn keine Übersetzung kann alles, da sie für unterschiedliche Zwecke konzipiert sind. Wenn du viele Übersetzungen liest, bekommst du ein umfassendes Verständnis. Jede Übersetzung ist ein Balanceakt zwischen zwei Zielen. Das erste ist die Treue zum Wortlaut der Originalsprache. Und das zweite ist die Lesbarkeit in normalem Deutsch. Bildet man daraus eine Skala, hat man hier oben eine Wort-für-Wort-Übersetzung und eine Gedanke-für-Gedanke-Übersetzung hier unten. Wort-für-Wort-Übersetzungen ahmen die Originalsprache nach. Deshalb musst du als Leser mehr selbst interpretieren. Bei Gedanke-für-Gedanke-Übersetzungen wird dir viel mehr Interpretationsarbeit abgenommen, indem umschrieben wird, was die Verfasser glauben, was der Text bedeutet. Die meisten Übersetzungen liegen irgendwo in der Mitte. Bedenke, dass keine Bibelübersetzung perfekt darstellen kann, was in der Originalsprache steht, weil keine zwei Sprachen identisch sind. Also achte darauf, wo sich Bibelübersetzungen unterscheiden, und versuche, so viele Bibelübersetzungen zu lesen, wie du kannst.